Willkommen zurück in den Sümpfen und bei den Monstern, die uns mit allerlei Sachen konfrontieren. In dem Fall mit Sumpfgesang. Mewe spitzte die Ohren, Moskitos summten, Frösche quakten, aber da war noch mehr. Eine Frau sang. Verblüffend folgte Mewe der Stimme, bald stand sie vor einem Höhleneingang. Im schlammigen Boden waren Fische Fußabdrücke zu sehen. Sie wirkten menschlich, abgesehen von den langen Krallen. Verschiebe Mewe in die Fernkampfreihe des Gegners. Wir haben extra Karten. Aber trotzdem ein vorgegebenes Deck. Okay. Dann schauen wir doch mal, wie es sich hier entfaltet und machen uns mit der Situation vertraut. Achso, sieh mal an, wir haben tatsächlich Mewe als ausspielbare Karte auf der Hand und sie muss in die Fernkampfreihe des Gegners. Wirkt kein strömender Regen in der Reihe dieser Einheit, verschiebe sie in diese Reihe und generiere eine lyrische Arbaleste. Momentan ist aber strömender Regen überall. In der Reihe dieser Einheit, verschiebe sie in diese Reihe. Todeswunsch. Entferne strömender Regen aus dieser Reihe und füge Mewe eine Streunerschleuderkarte hinzu. Okay, und die Arbalesten töten einfach direkt einen Wasservibe. Tja, dann sieht es ja fast so aus, dass wir erstmal in der Reihe anfangen müssen, ha? Huh? So, wir spielen dich in die Reihe, oder? Ach so, alles klar, wir können aber, es ist direkt einfach tot, alles klar. So, wir kriegen einen Schleuderer, spiele eine von zwei gewählten Karten. Wird kein strömender Regen. Kann ich sie jetzt, also ich muss erstmal meinen Zug beenden. Ich spiele sie jetzt erstmal in die Reihe. Sieht ein neuer Tag auf. So, genau, wir haben die Arbalestige bekommen, weil hier gerade kein, nichts war. Verschiebe sie jeden Zug in diese Reihe. Und was für Karten haben wir? Spiele eine von zwei gewählten Karten. Verschiebe das Wasservibe eine Reihe nach unten oder eine Reihe nach oben. Okay. Also wir könnten jetzt... Wir probieren das mal aus. Wir spielen das jetzt hier drauf. Nee, Moment. Was muss ich jetzt machen? Hallo? 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 So, schiebe das Wasservibe eine Reihe nach unten. So, kommt die nach unten. Je größer, desto leichter zu treffen. Und jetzt verschwindet sie hier. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Da ist jetzt kein Regen mehr. Mewe geht nach vorne, geht in die Reihe, hat wieder eine Arbaleste. Das könnte funktionieren, faszinierenderweise. So, jetzt gehen wir hier hin und schieben das Vieh nach oben. So. Das Gute an Schleudern, sie sind leicht zu verstecken. Jetzt diese Reihe. Ich brauche ein Ziel. Mhm, jetzt haben wir wieder ihn. Mewe geht nach vorne, wir haben wieder eine Arbaleste. Ich mache keinen Fehler, wenn ich die jetzt schon wegklalle, oder? Ich meine, Schütze zu Diensten. Wir brauchen sie ja nicht. Sie geht jetzt einfach nach vorne und wir haben gewonnen. Ah, manchmal kann man sich richtig intelligent fühlen, wenn man diese Rätsel anpackt. Aber dann wieder war es, glaube ich, einfach auch nur Zufall, eine Portion Glück. Ja, genau. Und das in richtiger Mischung. Und das Rätsel vielleicht auch gar nicht so schwierig. So, sieht ja so aus, als wäre hier nichts mehr. Aha. Aber der Eindruck hat getäuscht. Auch wenn ich nicht behaupten möchte, dass unsere Armeekasse es nötig hat, mehr Münzen oder Holz. Ohne Abwohl, Moment, wenn mir wo mehr Holz einfällt. Wir haben natürlich noch, wir haben auch wieder neue Gespräche. Na, das ist doch mal schön. Dann werden wir gleich uns mal ein bisschen unterhalten. Können das Rekrutenlimit erhöhen.
Ja, wir können neue Einheiten freischalten. Lyrischer Landsknecht. Bisschen extra Gold. Neue Einheiten. Plünderer Plus. Nee, ach, die Plünderer nutzen wir auch nicht. Und das ist der normale Alchemist. Aber hier haben wir den Alchemisten Plus. Und den brauchen wir. Also wenn, dann könnten wir tatsächlich einfach 2000, 5000. Können wir uns ja leisten. Wir gehen hier hin. Einfach nur, damit unsere Alchemisten stärker werden. Die sind wenigstens immer in unserem Deck. Und sonst geben wir das Ganze ja nie aus. So, meinethalb. Nach jedem Kampf 2 Rekruten. Gefühlt ist das alles ein bisschen spät, aber... Ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt irgendwas Wichtiges verpasst hätten. Außerdem haben wir noch unseren Tauschmarkt und immer noch reichlich Ressourcen. So, unser Kommandozelt. Was haben wir hier? Das Krähenauge. Genau, das haben wir durch Barnabas kennengelernt, aber scheinbar auch irgendwie fest in unserem Deck. Warum auch immer, den Schneesturm. Generiere 2 zufällig gewählte Schätze und spiele sie aus. Okay. Blut. Sieh dir 5 Karten aus deinem Deck an. Spiele dann 2 davon aus und verwirf die übrigen. Okay. Auch cool. Aber wo haben wir denn die Zwerge? So, hier haben wir den Plünderer Plus, hier haben wir den Alchemisten. So, den wollen wir doch haben. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir überhaupt in unserem Deck an Alchemisten? Bam, 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 bam. Alchemist. Ist das jetzt hier schon ein Alchemist Plus? Steht da ja, ne? Achso, ja, den wurden eh völlig vollständig ersetzt. Naja, dann brauchen wir nichts machen, das ist so in Ordnung. Hier haben wir den Schildträger. Setze die Stärke einer Einheit auf die Stärke von Mahakam Schildträger. Nett. So, die Abalesten sind klar. Freiwilliger Chor. Verschiebe 2 Einheiten mit derselben Stärke in die andere Reihe auf ihrer Seite. Das eine war, na gut, okay, das ist natürlich eine Blitzeinheit, was schön ist. Genauso wie der Schildträger. Na gut, okay. Den könnte man natürlich mit dem Regimentstrommler dann nochmal benutzen. Und der Mahakam Mangler. Füge einer gegnerischen Einheit und allen gegnerischen Einheiten mit derselben Stärke 2 Schaden zu. Als Befehl. Gut, könnte man natürlich wieder Renar mit reinbringen. Warum sind wir eigentlich hier bei 24 von 25 und unser Deck ist erlaubt? Wir verwerfen einfach mal die Änderung und lassen das so. Wir haben ja nichts Neues ins Deck gesetzt. So. Wie sieht denn hier die Stimmung aus, Isbel? Es ist schön, euch zu sehen, Herrin. Braucht ihr etwas? Ja, weiß ich noch nicht so recht. Brauchen wir was? Ach ja. Du hast mal wieder mit mir sprechen wollen. Du wolltest mich unter 4 Augen sprechen? Ja, Herrin. Ich habe nachgedacht. Es ist an der Zeit für Offenbarungen und Entscheidungen. Ich war nicht aufrichtig, sehe aber, dass ihr die Wahrheit verdient. Sollte Mewe eigentlich nicht mehr überraschen. Jeder hat hier Geheimnisse. Das ist auch völlig normal. Unsere beiden engsten Vertrauten, Gascon und Renard, haben es nicht anders gehalten. Ihr seid nicht wie die anderen Herrscher, die ich getroffen habe, sondern tapfer und klug. Und vor allem habt ihr ein gutes Herz. Ja, erstmal schmeicheln, damit der Dolch gleich so richtig schön sitzt. Isbel, was willst du sagen? Ich mache mir langsam Sorgen. Erinnert ihr euch, dass ich Zintra und Sodden erwähnte? Ich habe wirklich mitgekämpft. Aber auf Seiten des Kaiserreichs. Was? Ich verstehe nicht. Mein Name ist Isbel Ebb Moirmos von Nilfgaard. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich aus einer der Provinzen stamme. Aber ich komme aus der Stadt der Goldenen Türme selbst. Ja, okay. Ja, bitte. Also, damit habe ich nicht gerechnet. Bitte fahr fort. Ich bin direkt nach Abschluss der Akademie zur Armee gegangen, wie die anderen jungen Zauberer auch. Ich dachte, wir schaffen eine bessere Welt. Mit unserer Hilfe hat der Kaiser alles bis zu den Amelbergen erobert.
Aber das hat ihm nicht gereicht. Er hat gierig nach dem Norden geschaut. Doch der stand gegen ihn. Ich werde nie das Massaker vergessen, das er in Cintra anrichten ließ. Es war unaussprechlich. Er wollte uns einschüchtern, aber er hat uns verbunden. In der Tat. In Sotten geriet die kaiserliche Armee ins Chaos. Das war meine einzige Chance, dem Irrsinn zu entfliehen und neu anzufangen. Ich wollte nie zu meinen Kollegen und in meine Heimat zurück. Ich bin im Norden geblieben und habe geschworen, nie wieder anderen mit Magie zu schaden. Ich kann nicht mehr dabei stehen, wie der Kaiser Untat um Untat begeht. Ich will an eurer Seite kämpfen. Ja, wir beurteilen Leute immer nach ihren Absichten, nicht nach ihrer Herkunft. So haben wir es mit den Anderlingen gehalten und so halten wir es auch mit Isbel. Und sie hat sich wirklich gut verdient. Jeder verdient noch eine Chance. Aber du wirst von nun an nichts mehr vor mir verbergen. Gewiss. Ich danke euch. Ihr wisst nicht, was mir das bedeutet. Wunderbar. Oh, und Isbel, behalten wir das für uns, um deiner eigenen Sicherheit willen. Vielen Dank, Herrin. Aber macht euch keine Sorgen um mich. Ich lebe schon länger im Norden. Ich kann mich anpassen. Okay, Isbel ist jetzt die Zerstörerin. Das ist schon ein bisschen traurig. Ich kenne niemanden, der die Stadt der goldenen Türme mit eigenen Augen gesehen hat. Viele glauben, dass die Dächer aus echtem Gold sind. Aber der Name geht auf den südlichen Sonnenschein zurück, der auf ihnen tanzt. Meine Familie lebte schon in der Stadt, ehe Nilfgaard Kaiserreich war. Die Stadt war ein Quell von Schönheit, Stolz und Arroganz. Als ich klein war, hat mein Vater mich ins große Amphitheater zu den Gladiatorenkämpfen mitgenommen. Er sagte immer, jeder Nilfgaarder solle sich schon in jungen Jahren an den Anblick von Blut gewöhnen, weil es unser Schicksal sei, die Welt zu erobern. Das musst du schrecklich gefunden haben. Schrecklich inspirierend, wenn man bedenkt, dass sie danach zur Armee gegangen ist. Damals nicht. Ich bewunderte die Gladiatoren für ihre Tapferkeit und ihr Können. Heute schäme ich mich, das zu sagen. Ich muss los. Pflichten. Natürlich. Ich werde hier bleiben, wenn ihr mich braucht. Ja, dass sie jetzt, die geschworen hat, den Kampf abzusagen und Heilerin zu werden, wieder zur Zerstörerin geworden ist und Leid über andere bringt. Ah, knifflig. So, Ike. Ike ist der Fels in der Brandung und er hat irgendwie nie was Neues zu sagen. Es tut gut, euch wohlauf und bei guter Laune zu sehen, Herrin. Hm? Wieso auch nicht? Ich weiß, dass ihr in Mahakar mit Willem gesprochen habt. Das war sicher nicht leicht. Schau mal einer an, und er hat aber überhaupt kein Ausrufezeichen über dem Kopf. Ja, ja, manchmal muss man auf Leute zugehen und nicht darauf warten, dass sie zu einem kommen. Es war schlimmer, als er in Lyrien befohlen hatte, mich in Ketten zu legen. Du kannst dir nicht vorstellen. Ich muss es nicht, Hoheit. Ich kenne das Gefühl selbst. Ich spreche nicht oft davon, aber auch ich habe einen Sohn. Oder hatte. Siegfried. Ist er tot? Er starb bei dem Versuch, einen Drachen zu töten. Schlimmer, Herrin. Er verleugnet mich. Als seine Mutter, meine Sophia, erkrankte, flehte er mich an, Geld für ihre Behandlung zu sammeln. Aber ich hatte geschworen, kein Geld von jenen zu nehmen, die ich beschützte. Meine Ehre. Verzeiht, Eure Hoheit. Was kümmern euch meine belanglosen Sorgen? Das tun sie, Ike. Glaub mir. Und danke für dein Vertrauen. Ich wollte etwas besprechen, aber es kann warten. Ich komme später wieder. Herrin, ich möchte euch noch einmal für eure Gnade danken. Ist schon in Ordnung, Verräter. Habe ich dich Verräterin genannt? Entschuldigung, das wollte ich gar nicht sagen. Renard meine ich natürlich. Engster Vertrauter und Freund. Ich war gnädig, das ist wahr. Aber ich bin immer noch betrübt.
Rena, du hast mir wehgetan, verdammt. Sehr sogar. Was soll ich sagen? Reden wir nicht darüber. Wie ihr wünscht. Rena, du hast im ersten Nilfgaard-Krieg gekämpft, nicht? Ja, Herrin, als Hauptmann. Waren die Nilfgaarder damals auch schon so grausam? Haben sie Felder niedergebrannt und das Bauernvolk zu Knechtschaft verdammt? Nein, Hoheit. Sie haben damals ehrenvoll gekämpft. Also, was hat sich geändert? Die Forschung über die Kriegsführung? Manche behaupten, Kaiser Emhyr war Emrais sei über die Jahre skrupelloser und herzloser geworden. Und seine Soldaten seien nicht weniger grausam. Aber du bist anderer Meinung. Ja, Herrin. Woher also ihr Hass? Es ist einfacher, die zu verachten, die man kennt. Vor dem ersten nördlichen Krieg wussten sie nichts über uns. Dann erkannten sie, dass sie die besseren Waffen und Werkstätten und größeren Städte hatten. Und in den großen Städten des Nordens floss immer noch der Dreck über die Straßen. Sie schlossen daraus, dass wir ihnen unterlegen waren. Mit der Erkenntnis wurde es sehr viel einfacher zu töten. Ich muss nun gehen. Hey, Mewe. Ich schulde dir noch eine Entschuldigung. Danke, dass du ein Auge zugedrückt hast. Reden wir nicht mehr davon. Ja, aber... Du bringst mich jedes Mal in Versuchung, meine Meinung zu ändern. Kümmern wir uns um dringendere Dinge. Aber ist schon faszinierend, oder? Einer Gestalt wie Gascon, von dem man das so halb erwartet hat, fällt es mir auch wesentlich einfacher, diesen Fehltritt zu vergeben. Das Gespräch ist nicht halb so eisig wie das mit Renard gewesen. Hast du Gewissensbisse? Reue? Weswegen? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht, weil du Unschuldige ermordet hast? Reisende? Pilger? Ich habe sie immer gewarnt. Wehrt euch nicht, dann krümm ich euch kein Haar. Sie hatten die Wahl. Außerdem, Unschuldige? Bitte, Mewe. Wir wissen beide, die gibt's nur im Märchen. Jeder hat was zu verbergen. Es gibt also immer einen Grund fürs Morden? Genau. Du musst ihn nur finden. Zeit zu gehen. Leb wohl. Da sitzen so unterschiedliche Charaktere hier am Tisch zusammen. Das ist so großartig. Na gut, dann gibt es natürlich noch andere Charaktere, die ein bisschen abseits sitzen. Ja, Herrin. Ich hatte nie die Gelegenheit, dir zu danken. Ohne dich wären wir auf der Brücke in Mahakam gestorben. Ich habe nur meine Pflicht getan, Majestät. Bescheiden wie immer. Nach dem Krieg sollst du einen angemessenen Lohn erhalten. Herrin, ich will nur einen Lohn. Den Sieg. Ich hätte gedacht, quasi... Ich habe noch anderes zu tun. ...unserer Wir Sache zu dienen, später. Aber gut. Wie ihr wünscht. So, Barnabas, der sich extra noch mal ein paar Kisten rangeholt hat. Braucht ihr meine Hilfe? Bist du schon mal mit einer Armee gezogen? Nein, aber es ist nicht halb so langweilig, wie ich erwartet hatte. Ihr habt faszinierende Reisegefährten. Das habe ich auch gerade festgestellt. Ach ja? Wen denn zum Beispiel? Mal sehen. Dann diese ältere Frau, Isbel, nicht? Die ist vielleicht ein Knallkopf. Wusstet ihr, dass sie glaubt, dass die Erde rund ist? Rund? Wie ein Ei? Okay. Man braucht also nicht waldgewandt sein, um Erfinder zu sein, Barnabas. Und unter uns, dieser stille Typ, Xavier, der ist mir unheimlich. Liegt vielleicht daran, dass er ein Gesicht hat wie ein geschmolzenes Sahnebonbon. Naja. Und sonst? Ach ja, spielt lieber niemals Karten mit Gascon. Er ist ein arroganter Falschspieler. Und wenn er behauptet, ich würde ihm was schulden, glaubt ihm nicht, er lügt. Natürlich. Und Renard, dieser Spaßvogel, immer für einen Scherz zu haben. Wie bitte? Jeden Tag sagt er, stillgestanden zu mir, Bier ernst. Und einmal hat er gefragt, ob ich in der Gnomenarmee gedient habe. Ich kriege immer wieder Seitenstechen. Gründlich, Barnabas. Danke für die Informationen. Ich muss aufbrechen. Wart ihr die ganze Zeit hier? Ja. Am einfachsten haben es einfach die Leute, die sich ihr eigenes Universum kreieren. Wie Barnabas und Gascon.
Gut. Alles klar. Dann wissen wir ja jetzt, mit welchen Leuten wir unterwegs sind, oder beziehungsweise haben sie noch mal ein bisschen besser kennengelernt. Wenige Überraschungen erlebt, aber ja gut, okay, von Ispel mal abgesehen. So. Die Lyrier kamen ohne ersichtlichen Grund zum Stehen. Mewe stellte sich in die Steigbügel. Offenbar blockierte etwas Großes den Weg. Vielleicht ein umgestürzter Baum, ein verlassener Wagen. Nein, es war ein riesiger Felsbrocken. Die Infanteristen versuchten, ihn an Seilen aus dem Weg zu zerren. Doch er bewegte sich kein bisschen. Vielleicht kann ich helfen. Mewe drehte sich im Sattel um. Einige Reisende in verblichenen Kleidern stiegen vorsichtig von den Bäumen. Eine junge Frau mit hellem Haar führte sie an. Du siehst nicht aus wie ein Felstroll. Mewe beäugte die hagere Fremde skeptisch. Aber nur zu. Versuch es. Die Hellhaarige kniete sich neben den Felsen, schloss die Augen und flüsterte. Pferde wieherten und stiegen. Ein Hund heulte in der Ferne. Und dann rollte der Felsen beiseite wie ein Apfel auf einem schwankenden Schiffsdeck. Was sind denn das bitteschön für Gestalten? Und bei den Worten Hager und hellem Haar, junge Frau und vor allen Dingen bei diesen verhüllten Gestalten denke ich doch irgendwie immer an die Scoia'tael, was auch nicht unwahrscheinlich ist. Aber mit dem Mysterium dieser Gestalten befassen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rockshaw.